Jo, moin moin, willkommen zu einer neuen Folge von Fußballmanager 12. Zuletzt haben wir ein, ja, sagen wir mal, ein passables Spiel gegen Red Bull Leipzig gehabt. Es ging 2-1 aus und ja, man kann eigentlich sagen, war eigentlich gut. Also der Sieg ist gerechtfertigt natürlich. Wieso haben wir Stevie Hopman eigentlich gesagt, dass er Stammspieler ist? Ich weiß auch nicht. Aber wenn ich jetzt was anderes sage, dann ist er auch geflasht. Wie Flashmaster. Hua. Ja. Ich wollte euch aufmerksam machen. Einige von euch haben ja vielleicht gesehen, dass wir jetzt eine Homepage haben. Und ja, da könnt ihr natürlich auch ab und zu mal reinschauen in die Rubrik Downloads. Dort werde ich ab und zu mal ein Savegame hier hochladen. Das Savegame ist relativ groß, 80 Megabyte. Das finde ich immer sehr erstaunlich, aber da ist ja dann alles drin. Das heißt, ihr könntet damit ja auch ja, das Spiel hier weiter verfolgen, wenn ihr selbst irgendwelche anderen Entscheidungen treffen wollt, zum Beispiel. So, wir wechseln jetzt mal hier unsere Aufstellung. Wir gehen mal wieder auf Dudes 4. Lass mal den Assistant da mal was machen. Honeyboy ist wieder auf dem Feld. Daudi ist nicht mehr gelb. Vorgemerkt, Exited und Sutina aber. Okay, mit der Taktik werden wir das gleich regeln. Die Infrastruktur sollte in 7 Tagen fertig sein. Eieiei. Schulzentrum, okay. Was gibt es denn noch hier Interessantes, was wir brauchen? Zum Beispiel Flaggenmast. Nein. Was bringt denn der Flaggenmast? Ach, das bringt er. Across the Ocean. Ein Hotel. Ei, das gibt ja extra Geld. Extra Geld. Aber wie viel würde das denn bringen? 800.000, das glaube ich. Jugendstadion. Kapazität. Tralala. Plakatwand. Pass auf, wir machen mal eine. Ich guck mal hier rein. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß nicht, was so eine Plakatwand und sowas bringt. Info-Hotel. Angestrebte monatliche Einnahmen von. Die können je nach Erfolg schwanken. Angestrebte monatliche Einnahmen 4.000 Euro. Diese können je nach Erfolg. Nach Erfolg stark schwanken. Dauert 54 Tage. Okay. Was ist mit so einem Pillepalle-Flaggenmast und Plakatwand? Ausbau. 1% mehr feste Einnahmen vom Hauptsponsor. Wow. Bei 5 Millionen sind das 50.000 oder so? Denk nach. Ja. Vereinsmuseum bringt uns nichts. Kundenzentrum. 5% auf Family. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Trainingsanlage. Ja, das baut hier. Okay. Wellnesszentrum. Hier, wir können keine Häuser bauen, ne? Das war damals noch ein bisschen besser. Man konnte ja noch viel mehr bauen. Was ist denn das? Straßenbahn. Ah, notwendig für Stadien ab Größe 0. Was ist denn hier? Wie teuer ist denn die Straßenbahn? 10 Millionen! Ach, notwendig für Stadien ab 60.000. Ja gut, das haben wir ja noch lange nicht. Da müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Ich glaube, wir wagen den Schritt mal. 800.000. Die Unterhaltskosten sind 5.000 und die Einnahmen 4.000, also naja. Was soll's? Was soll's? Ansonsten nehmen wir halt einen Kredit auf, oder? Was haltet ihr denn davon? Okay, Sponsoring haben wir hier irgendwas dazugekriegt. Die Sponsoren waren ja recht zufrieden. Freikarten. Oh ja, gegen. Das müsste Berliner AK sein, wenn ich das richtig sehe. Komm, hier. Ist irgendwie komisch, man gibt die Karten, das ist auch irgendwie ein Bug. Und passiert noch nichts, klickt man nochmal auf Freikarten, dann wird das erst angenommen. Ganz komisch, aber damit haben wir den Sponsor schon mal auf 20, das ist ja hervorragend. Falls es um irgendetwas geht, weil wenn wir mehr Geld verhandeln wollen oder so, denke ich, müsste das auf jeden Fall gut sein. Wie viele Jahre haben, das habe ich gar nicht gesehen, Sponsoring, wie lange haben wir die denn? Laufzeit 3 Jahre. Wo haben wir EA Sports denn als Hauptsponsor? Naja, allgemeine Zufriedenheit ist in Ordnung.
Privater Bereich, da war ich ja gerade. Ich wollte kurz gucken bei... Ja, natürlich, sie verlieren. Newcastle hat wieder verloren, richtig? Nee, unentschieden. Achso, hier, gegen Liverpool verloren und dann unentschieden gegen Swansea City. Mhm, okay. Da habe ich eindeutig den falschen Verein ausgesucht. Dortmund, wie sieht's bei denen aus? So, oh, das hat ein bisschen geschwankt. Hätte man hier eingekauft und da verkauft, das wären 10 Euro pro Aktie Unterschied. Das wäre richtig, richtig viel gewesen. So, andere Anlagen. Aber vielleicht können wir uns mal hier was kaufen, ne? Was haltet ihr denn davon? Guck mal, ich habe hier so ein Audi. Appartement. Das ist schon recht teuer. Da müssen wir noch ein bisschen Geld sparen. Wenn wir mit unseren 16, bald 17 Jahren hier mal so ein schönes Haus uns leisten können, ne? Oder was denkst du da, Houdini? Haus im Grün? Großes Haus? Ich würde schon eine kleine Villa nehmen. Mindestens. Oder eine größere Luxus? Ja, das Schloss sieht ein bisschen... Hm, ich weiß nicht, ob man sowas wohnen will. Will man darin wohnen? Wollt ihr darin wohnen? Ich weiß es nicht. Hier, Holstein Kiel. Oh, wir spielen heute in Kiel. Naja. Okay. Kevin Kurani wechselt von Dynamo Moskau nach Dortmund für 7,8 Millionen. Ja, nice. Und Bayern holt sich von Anderlecht Silvio Broto. Ein Torwart. Aha, was wollen sie denn mit dem? Ach. Stimmt. Das Spiel bietet Jugendlichen an Zypern. Nee, danke. Ich pfeife auf die Jugend. Ich pfeife auf sie. Das ganze Team ist Jugend. Okay, Assistenz. Typsi sagt, ja, das ist in Ordnung. Dann gehen wir nochmal auf die Taktik. Also, wir machen auf Abseitsfalle. Gerade wieder ein Klaus im Hals. So, Spielmacher. Mats. Ja, lassen wir diesmal Mats machen. Sturmtank. Ich glaube, Death Hunter kann das ganz gut. So, individuell. Gehen wir nochmal hier auf die Jungs. So, offensiv. Los. Okay, dribbeln. Sollte er können. Bei Dambo müssen wir dribbeln ausschalten. Und wir machen einfach bei beiden oder bei allen hier so das Dribbeln aus. Und ich versuche ein bisschen durchzukommen, aber nicht immer. Huch. Was habe ich denn da für einen Quatsch gemacht? So, offensiv. Zack. Aber dribbeln lassen wir aus. Okay. Otaldo, der ist ja gut für Sprints. Vielleicht kann er sich dann außen da auch durch Ternkorn. Hoffen wir mal. Nochmal Dribbling 85. Ja, gut. An den Außen sollen sie es mal probieren. Zack. Okay. Mats. Jo. Das ist in Ordnung. Hier, so. Mal gucken, was haben wir denn hier für Innenverteidiger eingestellt? Innenverteidiger war ja... Also, die Positionstreue ist normal. Die dürfen hier außen ruhig ein bisschen kreativ sein, damit sie da den Raum ein bisschen mehr abdecken. Und sie sollen nicht den Ball halten. Vorstöße niemals. Hoffen wir, dass das funktioniert. Aber der kann halt gut Vorstöße, ne? Verdammt. Hm, egal. Ich möchte halt nicht, dass die hier irgendwie anfangen, offen zu sein. Wir können es ja nachher nochmal probieren im Spiel. Falls da irgendwas besser ist oder so, keine Ahnung. So, und die hier kriegen dann halt ihre ganz normale Innenverteidiger-Rolle. Zack. Vielleicht ist natürlich auch das fatal, wenn man denen sagt, dass sie halt nicht kreativ sein sollen von der Position. So, was können wir euch sagen? Vorstöße ist, sehe ich hier gar nicht. Lassen wir das erstmal so. Ja. Da müssen wir gleich vielleicht noch mit dem Spiel gucken. Die Laufwege.
Urteile, du darfst gerne hier so mit rein. Du auch, Honeyboy. Komm ein bisschen hier hin. Und ihr natürlich, ihr müsst natürlich zum Tor und dann raufzimmern, ne? Okay, ihr bleibt hier. Okay. Gut. Lassen wir das mal so. Wir schauen uns dann das Spiel gegen Holstein Kiel an. Ich hoffe, das wird schön. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut!